Erachtens die Grundlage allen menschlichen Zusammenseins. Liebe ist das, was Familien zusammenhält, meistens jedenfalls. Und nun liebt man natürlich nicht jede und jeden, den man so im Alltag auf der Straße begegnet, aber doch hat man meistens eine liebevoll zugewandte Grundhaltung inne. Und letztlich ist sie, denke ich, das, die Nächstenliebe, was uns antreibt, wenn wir hier jeden Tag zur Arbeit herkommen. Dass wir uns liebevoll zuwenden den Menschen, die sich in Notsituationen an uns wenden, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, was auch immer. Ein Teil unserer medizinischen Herausforderungen ist sicher, dass wir viele PatientInnen versorgen, die zum Beispiel an seltenen Erkrankungen leiden oder aber auch die Symptome haben, für die es in der Regel keine etablierten Therapieschemata gibt, wo man also nach einer bestimmten Reihenfolge vorgeht, sodass das sehr individualisiert herausgearbeitet wird, sozusagen. Dann ist es nicht direkt eine medizinische Herausforderung, aber auch eine Herausforderung, dass wir ja nie heilen können. Das ist Grundlage unserer Arbeit, aber das macht ja auch trotzdem was mit Menschen, sowohl denen, die hierher kommen, in Not, als auch mit denen, die hier arbeiten. Das ist, glaube ich, tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ein Teil ist für unsere Arbeit im Team, dass viele der PatientInnen, die wir hier versorgen, extrem leidvolle Symptome zeigen, die sehr, sehr schwer aushaltbar sind. Also auch für uns, obwohl wir als professionell Helfende ja auch nach 8 Stunden in der Regel wieder gehen können. Aber das ist eine große Herausforderung. Nicht hilfreich zu sein, also natürlich gibt es nicht immer tolle Erfolge sozusagen, nicht immer sind wir hilfreich. Das ist auch schwer auszuhalten, glaube ich, für ein Team, das antritt, dafür hilfreich zu sein. Ne? In der Medizin will man helfen. So. Das ist auch schwer aushaltbar. Ich würde für mich persönlich noch sagen, also in meiner Rolle, dass ich manchmal auch eine Herausforderung finde, dass ich mir wünsche, dass in erster Linie natürlich die Familien, die wir versorgen, sich wohlfühlen, sich aufgefangen fühlen. Aber es soll ja auch allen, die hier arbeiten, ganz egal in welcher Rolle, es sollen sich alle wohlfühlen und sie sollen alle gut arbeiten können. Und ich bin natürlich nicht der Chef, ist ja klar, aber trotzdem sehe ich das als meine Aufgabe an, dass wir hier eine Atmosphäre schaffen, in der alle gern zur Arbeit kommen, in der alle ihre Arbeit gut tun können und in der alle alles sagen können. Beruflich ist es ganz klar das Team, also die Art und Weise, wie wir hier miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen und die Atmosphäre, die wir hier zusammen gestalten, das motiviert mich total. Also ich komme jeden Tag seit Jahren gerne zur Arbeit, weil das hier so ist, wie es ist. Privat ist es so, dass vor allem mein soziales Umfeld mir Kraft und Halt gibt, also Familie, Freunde, dass sie mich auch so nehmen, wie ich bin. Manchmal zieht die Arbeit hier auch viel Energie und wenn ich dann nach Hause komme, brauche ich manchmal auch viel inneren Rückzug, um wieder in mein eigenes Lot zu kommen sozusagen und dass da alle gut mitgehen können. Dann gibt mir auch Kraft, also mit Menschen zusammen zu sein, gibt mir Kraft, aber auch in der Natur zu sein, mit Tieren zusammen zu sein, also aktiv zu sein. Das multiprofessionelle Team ist tatsächlich alles für mich. Also das ist das, was mich hier so motiviert, was ich hier so gut finde. Wir arbeiten in der Regel immer zusammen. Also man ist nie alleine unterwegs, sondern wir arbeiten zusammen, wir tauschen uns ganz viel über alles aus und wir ringen auch ganz oft zusammen, um die bestmögliche Lösung zu finden, die ja häufig nicht vor einem liegt. Wir streiten uns da auch mal drüber und das finde ich total wertvoll. Das können wir immer tun, ohne dass irgendwie Nähe oder Vertrauen verloren geht. Und deswegen finde ich das so wertvoll. Dann ist es auch so, dass durch diese verschiedenen unterschiedlichen Professionen ganz verschiedene Blickwinkel auf ein und dieselbe Familie geworfen werden. Ich habe ja nur meinen eigenen und ich da ganz oft total viel lerne, gerade von den therapeutischen
Berufsgruppen, also auch Kunst- und Musiktherapie oder Ergotherapie, die nochmal ganz anders auf Familienpatientinnen gucken. Das finde ich unglaublich bereichernd. Und ich glaube auch, dass die Arbeit, die wir machen, deswegen so gut ist, weil wir all diese unterschiedlichen Blickwinkel zusammenwerfen sozusagen und daraus versuchen, hilfreiche Strategien mit den Familien zu entwickeln. Ganz spontan ist mir als erstes eingefallen, ihre Kraft. Sie kraft sich immer wieder allem zu stellen, auch wenn man eigentlich keine Kraft mehr hat, darüber hinwegzugehen, das finde ich oft beeindruckend. Und oft frage ich mich auch, ob ich, wenn ich in der Situation wäre, das schaffen würde. Also ich habe auch schon oft gedacht, ich glaube, ich würde daran zerbrechen und deswegen habe ich unglaublichen Respekt davor, wo die Menschen das hernehmen. Mich beeindruckt aber auch ihre Kompetenz, sich in all diese komplexen, schwierigen Lebenslagen immer wieder einzufinden, sich immer wieder einzuarbeiten, auch wenn man eigentlich gar keine Energie mehr hat, also sich nicht unterkriegen zu lassen. Und es gibt noch was ganz anderes, was mich auch sehr beeindruckt, ist, dass wir oft eine große emotionale Nähe haben dürfen als professionelle Helfende zu den Familien. Und wir sind ja Fremde letztlich. Sich so zu öffnen und uns teilhaben zu lassen, finde ich überhaupt nicht selbstverständlich. Und finde ich, also ziehe ich immer meinen Hut vor. Ich wünsche mir für unsere Arbeit hier im Kinderpalliativzentrum, dass wir uns unsere Haltung und liebevolle Zuwendung in der Versorgung bewahren können, auch wenn heute manchmal die Ökonomisierung im Gesundheitswesen einen sehr großen Platz einnimmt. Dann wünsche ich mir noch für uns als Team, dass wir uns Leichtigkeit und Lachen bewahren können, dass wir uns weiterhin auch alle miteinander gut im Blick haben können, sodass jeder gerne zur Arbeit kommt, weil ich überzeugt bin, dass wir Familien nur gut helfen können, wenn es uns auch gut geht. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir auch in Zukunft weiterhin möglichst vielen Familien Unterstützung und Hilfe sein können in Krisensituationen, die sie erleben.